Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, der 43. Folge von SnowRunner Multiplayer. Dabei wieder der Yankee. Hallo. Ja, und wir sind wieder hier auf unserer Wasserversorgungsmission. Da mussten wir beim letzten Mal aufhören aufzunehmen und Destivation haben wir unsere ganzen Anhänger nicht mehr und müssten teilweise mal was neu machen, aber wir haben uns was ausgeklügelt. Wie wir das jetzt möglichst zügig vonstatten bekommen, das hat der Yankee genauer gesagt gemacht. Vorher habe ich noch eine kleine Ankündigung. Wir sehen, dass euch dieses Projekt mega gefällt, deswegen nehmen wir selbstverständlich nur weitere Folgen auf. Aber wer meinen Kanal seit 10, 11 Jahren verfolgt, weiß, ich bin keine Daily Soap. Deswegen wird es jetzt in naher Zukunft oder ab dieser Folge zu entnehmen, wie immer dem Sendeplan, nicht mehr täglich erscheinen, weil wir ganz viele andere tolle Projekte auch noch haben. Sei es Autonauts, sei es Hydroneer, sei es was auch immer, bis diese Folge erscheint, rauskommen wird. Also nicht traurig sein, aber dafür geht es auf jeden Fall weiter. Wann was kommt, seht ihr im Sendeplan. Und nochmal danke an die Unterstützer, die das Spiel schon erworben haben. Oder irgendein anderes Spiel im Epic Store mit dem Link, mit dem Codewort Garda Spiele am Checkout unterstützt ihr mich. Vielen lieben Dank dafür. So, dann erzähl mal, Yankee, wie wollen wir es machen? Ja, du nimmst jetzt einmal Betonblöcke mit. Ja. Einmal? Dann. Oder ja, zweimal. Einmal Betonblöcke. Einmal. Mhm. Wieso fährst du da weg, wenn ich hier zurücksetze? Darf ich das kurz erfahren? Hat keinen Grund, ne? Es gibt einfach so gewisse Sicherheitsvorschriften, die sagen, wenn Garda in der Nähe ist, sieh zu, dass du nicht mehr in der Nähe bist. Danke. Wieso kann ich nicht Wieso kann ich nicht beladen? Ja, wieso kannst du nicht beladen? Kannst du jetzt nicht laden drücken? Nein. Okay, ist vielleicht zu weit weg. Was ist zu weit weg? Ja, vielleicht standest du da gerade zu weit weg von dem Quadrat. Ich stand mit dem Quadrat. Ja, vielleicht aber nur mit dem Anhänger und nicht mit der Karre vorne. Muss mit der Karre vorne drin stehen? Kann sein, ich weiß es nicht mehr so genau. Also ich stand da jedenfalls vorhin und ich konnte da beladen. Ich habe da auch rückwärts eingeparkt und es tat. Hm. Scheint tatsächlich die Schnauze zu sein, die zählt. Das ist aber ein bisschen blöd, ne? Normalerweise müsste es ja der Anhänger sein. Ja, das ist natürlich wieder, da musst du es ja extra implementieren, ne? Weil es gibt ja manchmal, hast du ja auch keinen Anhänger in manchen Fahrzeugen. So, ein Betonblock. Genau, ein Betonblock. Gut, du bist ganz sicher. Ja. Und dann fahre ich wohin? Zu dem Lager im Nordwesten. Oh, da waren wir doch schon. Okay. Ja, genau. Aber das ist ja irgendwie weg. Also, ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, wo wir aufgehört haben, aber auf jeden Fall ist dein Anhänger, der ja schon fertig beladen war, nicht mehr da. Ah, da freuen sich die Zuschauer, wenn man es doppelt macht im Let's Play. Das ist immer ganz toll. Das kommt super an. So, dann nehmen wir diese Spitzkehren-Tour, damit die Zuschauer was zu sehen haben. Die freuen sich dann immer. So. Und das wird ja was. Gut, dann fahre ich mal. Oh. Und du bist dir ganz sicher, dass das ein Block ist, ja? Genau, du sollst da einen Betonblock mitnehmen. Ja, wieder mit dem Longhorn unterwegs. Wir haben herausgefunden, dass das möglicherweise wir den total überschätzen, weil der gar nicht so gut ist. Da bin ich ja echt mal gespannt, was für geile Karren da noch kommen. Ich meine, der Wenderadius von dem Ding, der ist ja echt krass schlecht, ne? Ja. Wie viele Plätze nehmen denn diese kleinen Rohre ein? Das weiß ich nicht. Ich glaube zwei. Das wäre blöd. Wobei, nee, es ist ja nicht schlimm, weil du musst ja nichts anderes holen. Nee, doch, passt dann. Alles gut. Kommt mir vor hier wie, als wenn ich einen Disponenten hätte, ne? Der mir hier schon vorrechnet, was ich machen muss. Ja, ist doch auch so, oder nicht? Naja, genau.
Yankee, der Disponent. Yankee, den keiner kennt. Einer wie der Yankee. Der, ja. Puh, ist das peinlich. Was? Wo geht's denn hier lang? Hier ist ja gar kein Weg mehr. Hilfe. Da, wo keine Bäume sind, ist der Weg. Ja, ja, aber hier ist auch kein Weg, wo keine Bäume sind. Das ist quasi so, wenn da keine Bäume sind, dann ist da der Weg. Ja, aber du hast ja normalerweise so Spuren. Zwei Spuren im Schnee führen an der Poststeile. Was? Was ist denn los heute? Sauerländer mit guter Laune? Wie ist denn sowas? Muss irgendwas schief gelaufen sein. Ich habe hier übrigens die Rundumleuchte an. Bei mir brennt sozusagen der Baum. So, wo muss ich jetzt lang hier? Ja, wir sind schon fast da. Sind ja fix. Hat mir hier den XXL Mega Turbo Deluxe Schwertransport Pro schon gemacht? Für den Clickbait-Titel? Wie meinen? Naja, wir hatten ja auf der letzten Map, auf der ersten Map genauer, hatten wir doch auch so einen riesen Turm. Und mich dünkt, dass man das auf jeder Map einmal machen muss. Meinst du einen großen Anhänger? Ja, da war ein Turm drauf, ein Bordturm. Ich glaube, du unterschätzt etwas die Größe von einem Bordturm. Ja, oder ein Teil für den Bordturm. Es ist ein Spiel, Yankee. Ja, also, ja, wir hatten, weiß nicht, ob der. Ich erinnere mich nur an die in Nordhafen, wo wir das gemacht haben. Jetzt habe ich das tolle Aufnahmetool 1 habe ich an, aber das tolle Aufnahmetool 2 habe ich nicht mit angemacht. Ich bin auch sehr schlau. Und was bedeutet das? Naja, normalerweise kommt läuft dann ein automatischer Timer mit und dann bekommen wir einen wunderschönen Signalton, wenn die Aufnahme rum ist und so. Jetzt müssen wir eben auf die Uhr gucken. Ah, du machst das schon. So, ich bin schon wieder auf der Hauptstraße, ey. Das ging echt, das ist gut gelaufen. Ja. Also jetzt sind wir gerade bei 30 Minuten, ist das okay? Ja, das passt schon. Die Leute freuen sich. 30 Minuten was sehen, was wir schon einmal gezeigt haben, das kommt mega an, sag's dir. So, jetzt einmal nochmal hier. Jetzt kommt noch hier das Spitzkehrenstück. Ha. Oh, weia. Ja, du hast einen Kontrollmonitor, du kannst doch immer sehen, was ich mache. Ich habe einen Kontrollmonitor, kann immer sehen, was du machst. Man kann mir ja vieles nachsagen, aber meine Tech-Saviness dafür einzusetzen, dir das alles durchzuoptimieren. Ach so, da habe ich noch eine Sache. Und zwar in unseren Aufnahmen hier, beziehungsweise in den fertigen Videos, gab es in den ersten 42 Videos leider einen sehr komischen, leicht blechernen Echo-Hall-Effekt. Das entspricht natürlich nicht den Qualitätsansprüchen der Garderol Online Media, ja. Das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen perfekte Video- und Tonqualität. Deswegen haben wir das einmal zum Audio-Doktor geschickt. Der hat sich das mal angeguckt. Und haben wir wertvolles Feedback bekommen. Da habe ich jetzt was Neues in meinem Ablauf drin, dass dieses Problem beheben soll. Das war wirklich nur für Leute zu hören, die also wirklich so Salatblattohren und Fledermausohren haben, ne? Aber es war zu hören und das geht natürlich nicht. Das ist nicht die Qualität, die wir wollen. Und deswegen habe ich da nochmal ordentlich nachgelegt. Und ich hoffe, man merkt das. Jetzt werde ich natürlich verraten, auf welchem Video das nicht mehr zu hören sein sollte. Aber wenn euch das auch aufgefallen sein sollte, schreibt es gerne mal in die Kommentare, die ich ja wie immer noch alle lese. Vielen Dank dafür. Also mir hat gerade das ja auch vorgespielt und ich konnte den Unterschied nicht hören. Und dann hat er sich damit rausgeredet, dass man das nur hören kann, wenn man Kopfhörer auf hat. Es ist Zuschauern aufgefallen, ich habe es auch gehört. Es ist schon damals mal bei Livestreams aufgefallen. Es wurde in einem Livestream gesagt zu Aufnahmen. Und ich habe den Grund dafür, sagen wir mal, mehr oder weniger übersehen, aber sagen wir mal, dass der Lautsprecher gleichzeitig an war, oder was? Nein. Es hat mit der Enkodierung zu tun. Ich habe da, sagen wir mal, Hilfe vom Fraunhofer Institut, was Tontechnik angeht, in Anspruch genommen. So, was kaufe ich hier?
Kleine Rohre. Zweimal. Zweimal? Mhm. Ich hätte noch ein großes Rohr im Angebot. Nee, kleine Rohre sollst du mitnehmen. Zweimal. Zweimal. Passt. Und jetzt fahre ich wohin? Jetzt fährst du zu dem Tunnelportal da oben. Portal im nach Nordhafen. Oh, über diese Strecke. Ja, bist ja schon mal gefahren. Echt? Ist schon wieder so lange her. Man muss sagen, wir haben heute den 25.05. Dieses Video wird wahrscheinlich erscheinen in einer Woche oder so. Da seht ihr mal, wie viel Bock wir auf das Spiel haben. Eigentlich könnten wir doch noch jeden Tag eine Folge machen, oder? Ah, mal gucken. Das Problem ist, ich habe ja immer so ein bisschen die Sorge, dass Leuten irgendwann irgendwelche Sachen aus den Ohren rauskommen. Das kann man da auf zwei Arten argumentieren. Das entscheiden die Leute selber. Und wenn es soweit ist, dann entscheiden die das, egal wie du dein Programm geschaltest. Variante 1. Oder Variante 2 ist die, die ich immer so ein bisschen hatte. Wir bieten hier ein Menü an, aus dem man auswählen kann. Wir haben Autonauts. Ich liebe Autonauts. Wir haben Prison Architect auf Garderoe Deluxe. Mit Echo, mit Skyrim Plus. Wir haben Hydroneer als super Geheimtipp, was auch nicht mehr jeden Tag kommen wird, natürlich. Und da ist immer für jeden was dabei. Und ich bin nicht so ein Freund des Bulimie-Watchings. So. Ne? Keine Ahnung, wie siehst du das eigentlich? Bulimie-Watching ist für mich relativ neu, auch so als Gesamtbegriff. Meinst du Binge-Watching? Ja. Aber dann auch noch so, dass es einmal so Ohren rauskommt. Ja, ist das steil hier! Was ist jetzt passiert? Ach, da ist ein Baumstuken! Yankee? Ja. Hier. Ach, hast du das jetzt alles da runtergeworfen? Nee. Es ist noch drauf. Hä, das sieht doch aber schon so aus. Ach so, das ist, da liegt noch was anderes, was schon vorher da lag. Mhm. Oder wir haben wieder einen geilen Bug. Oder beides. Es hat sich vermehrt. Mhm. Mhm. Ja, das kommt ja ab und zu in dem Spiel mal vor, dass sich was vermehrt. Ja, ich hoffe, ich habe da jetzt noch Sachen drauf hier auf dem Anhänger und ich fahre jetzt nicht leer. Nein! Jetzt. Jetzt ist es wirklich abgefallen. Wieso ist denn der Anhänger umgekippt? Wieso ist der denn ab? Der Anhänger ist abgegangen. Brauchst du da Hilfe? Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Der Anhänger ist abgegangen. Aber ich kann ihn unter der Winde ziehen. Hä, was ist denn mit diesem Multiplayer-Modus los in diesem Spiel? Nee, jetzt mal ehrlich. Ja, ein bisschen schade, dass es gerade Nacht ist, ne? Wieso? Ja, tagsüber sähe man jetzt ein bisschen. Ja, es sieht alles ganz schön dunkel aus da bei dir. Naja, solange du ihn wieder anhängen kannst, ist ja alles gut, ne? Ey, das ist aber echt räudig. Warum ist der denn abgegangen? Hä? Das habe ich ja noch nie erlebt. Bohrausrüstung, was hast du denn gemacht? Ich habe einfach nur die Mission Bohrausrüstung optimiert. Ich habe mir gedacht, die kann ich jetzt mal gerade in Zwischenzeit kurz machen. Ich kann ja nicht anhängen. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Das ist kein Anhängerpunkt mehr. Der ist weg. Kannst du den in die Winde ziehen? Das ist aber jetzt ein Rätsel. Ja, vielleicht. Aber warte mal. Lieber erstmal nochmal Anhänge versuchen. Nee, geht nicht. Dann versuche ich den ja, mal gerade vielleicht musst ziehen. Du den, ich meine, der hängt ja auch total auf halb 8, soweit ich erkennen kann. Mein Kontrollbildschirm ist ja sehr klein. Das ist ein bisschen schwer zu sehen, aber... Oh, da ist jetzt aber auch die Ladung runter, ne? Ah, ich dreh durch! Warum ist das denn jetzt passiert? Da muss ich jetzt mit dem Kran kommen, ne? Ja, vielleicht. Oh, ey, ärgert mich das jetzt. Vor allem, weil es eine Spielfunktion ist, die nicht ging.
Haben die das immer noch nicht alles gefixt gekriegt, dieses Spiel, im Spiel, ey? Mann. Da sind so viele Bugs noch drin, das ist nicht schön. Ja, dafür hast du jetzt eine neue Herausforderung. Jetzt muss man diese Dinger wieder einlagern. Dingsbumsen. Wie auch immer. So. Dann nehme ich dafür mal wieder den Reuel, ne? Ja, ich glaube, der bietet sich ganz gut an. Der kann ja einiges wegziehen. Ich krieg's noch keinen Meter mehr gezogen hier. Aber sowas ist ärgerlich, ne? Löst sich einfach der Auflieger. Gut, in der Realität haben wir auch so ein Sicherheitsding, ne? Dass die nicht den LKW mit umschmeißen, aber... Dass das jetzt mir ausgerechnet passieren muss, wo ich sonst noch so ein sicherer Fahrer bin. Ja, bitte? Hast du Schnupfen? Ich hab Corona. Gut. Schreib die Stelle auf, müssen wir rausschneiden. Bitte, entmonetarisiert sonst. War wirklich so. Ist nicht dein Ernst sein. Doch, ich hatte schon bei einem Video. Da habe ich gesagt, wegen, du weißt schon wem. Ist ja gerade dies, das. Zack, Monetarisierung weg. Musste ich Audio stumm schalten. Ja, du willst auch nicht, dass diese ganzen Verschwörungstheoretiker, die da jetzt gerade ihr Unwesen treiben, auch Geld mit den Videos verdienen, ne? Das willst du ja nun auch nicht. Also das kann ich schon verstehen. Naja, und halt alle Leute, die sich sachlich damit beschäftigen und halt was beizutragen. Ja, die können sich weitlisten lassen. Kommt immer ernsthaft, die sollen jetzt bloß auch nicht was machen. Nein, die können sich weitlisten. Also Dr. John Campbell zum Beispiel, wie sie alle heißen, ne? Die kriegen wir alle weitlistet. Aber es gibt zum Beispiel auch so ein Ami, der macht so eine Mischung aus Verschwörungstheorie, neoliberalistischem Kanal und Wissenschaft. So ein Triple, ne? Und, der sagt auch, der wird komplett demonetarisiert. Also das finde ich schon irgendwie ganz schön merkwürdig. Ja, also Firmen sollten nicht diejenigen sein, welche, ne? Das bin ich bei dir. Ich finde eigentlich auch schon, dass es mit Korrektiv bei Facebook und so zu weit geht. Korrektiv schätze ich sehr, ja. Aber dass die dafür eingespannt werden, weiß ich jetzt nicht. Zumal die sich auch mal zu geäußert haben und jetzt irgendwie so meinten so, naja, also dass Facebook das nicht sonderlich ernst nimmt, den Eindruck hätten sie nicht. Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder, wenn der Yankee hier angekommen ist. Und dann werden wir eine kleine Umladeaktion machen. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Garda Spiele ist mein Epic Creator Code, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Vielen Dank an die über 1000 Leute, die das bis dato schon gemacht haben. Ihr seid echt Wahnsinn und gerade im Moment hilft mir das wirklich sehr. Vielen lieben Dank und ja, könnt ihr für jedes Spiel benutzen. Abschließende Worte, Yankee. Tschüss. Bis bald.